Hi, ich bin krank. Grippe. Bäh. Egal, das kann mich nicht davon abhalten, ein Video für euch wissbegierigen Zauberfuzzis da draußen vorzubereiten. Allerdings werde ich mich heute etwas kürzer halten. Also, wie ein paar von euch vielleicht schon mitbekommen haben, war ich bei den Deutschen Meisterschaften der Zauberkunst. Leider konnte ich beim Wettbewerb nicht teilnehmen, da ich damals nicht bei den Vorentscheidungen dabei war. Warum? Weil ich zu diesem Zeitpunkt in einem Varieté-Engagement gesteckt hatte. Nächstes Jahr vielleicht. Die Meisterschaften fanden dieses Jahr in Fürstenfeldbruck statt. Und ich muss sagen, ich war wirklich überrascht. Das ist ein richtig nettes Fleckchen. Und das Wetter hat auch mitgespielt, war fast wie Urlaub. An der Location angekommen, bin ich als erstes auf die Händlermesse. Das ist ein Raum mit Dutzenden von Zauberfachhändlern. Dort kann man sich austauschen und neue Kunststücke und Requisiten erwerben. Und natürlich trifft man dort auch jede Menge Leute, die man kennt. So wie diesen Grinsebär. Das ist der Marc Süper. Und er arbeitet am Stand vom Card Shark, dem größten und professionellsten Kartenhändler in Deutschland. So, Marc, dann zeig doch mal, was ihr so anzubieten habt. Das freut mich. Pass auf, ich habe hier ein Kartenspiel, ja? Möchtest du gleich, dass du mir irgendwann Stopp sagst an irgendeiner Stelle und auf die Karte schaust, ja? Aber nicht die hier vorne, die ist ein bisschen zu offensichtlich, okay? Sag mal einfach irgendwann Stopp. Stopp! An der Stelle? Ja. Okay? Ja. Gut. Mal zu, ja? Ja. Malz, schau mich mal an. Ich schau dich an. Ich lehne so ein bisschen über die Kamera, ja? Ja, du musst mich durch das Handy angucken. Ich möchte, dass du an deine Karte denkst, ja? So, ja. Denkst du erstmal, es ist eine rote oder eine schwarze Karte. Ja, genau, also pass auf, deine Augen sind so ein bisschen Richtung links gegangen. Das würde mir eher sagen, dass so ein bisschen in die analytische Richtung geht, aber ich sage schwarz zuerst. Ich würde sagen, das ist eine schwarze Karte gewesen, ne? Und das Ding ist ja, du hättest ja jede von diesen Karten wählen können, ne? Ja. Ist korrekt, oder? Ja, ist korrekt. Nein, ist nicht korrekt. Weißt du, warum nicht? Wieso? Es hat nie Karten gegeben, denn hier sind überhaupt gar keine Karten. Der war schön. Und, ja, das soll ich sagen. Das habe ich echt nicht mitgekriegt. Wie heißt das gute Stück? Blank Thoughts. Blank Thoughts. Starker Kartentrick. Und wer ist auf der Packung zu sehen? Mein lieber Kollege Philo Kotnik, welcher ein, zwei Tage später zum Kongress kam, weil er noch eben kurz in Holland gebucht war. Sorry, ich habe leider nur dieses verschwommene Bild von uns beiden. Wenn ihr Philo in 4K erleben wollt, schaut ihr besser auf seiner Webseite vorbei. Ich verlinke euch alle Künstler unten in der Videobeschreibung. So, weiter geht's. Dieser Stand hier hatte einige Requisiten anzubieten, welche mir von der Aufmachung her sehr gut gefallen hatten. Mal ein bisschen was anderes als die normalen Standardrequisiten des modernen Zauberkünstlers. Den beiden gehört der Stand. Willst du kurz was zum Stand sagen? Wo findet man euch? Zauberkabinett-Shop. Im Hotel zum Zauberkabinett in Bad Heilbrunn. Schön mystisch. So als wäre man bei einer Seance oder einem Ritual. Ich mag das. Und direkt weiter zum nächsten Stand. Dieses Mal machen wir Halt beim größten und besten Zaubershop Deutschlands. Stolina Magie. Und das hier ist Carsten Risse. Der hat lange Zeit für Stolina gearbeitet und einfach einen ultimativ guten Service geboten. Ganz im Ernst, Carsten. Respekt. Aber seit neuestem geht er neue Wege und tritt wieder vermehrt auf. Doch für uns hat er noch eine kleine Zaubereinlage geboten und das tanzende Tuch vorgestellt. Yeah. Das ist ja richtig was für die Kneipe. Ja, sicher. Schönes Kunststück. Aber es gab noch jede Menge zu entdecken. So wie den Stand von Bill Join. Bill kommt aus Österreich und ist unter anderem Weltmeister der Zauberkunst in der Sparte Kartenzauberei. Aber heute hat er für uns ein Kunststück mit Münzen vorbereitet. Viel Spaß dabei. Ich bitte mal schauen in diese Box. Und für diese Routine brauchen wir ein Glas. Ja, das ist alles klar, oder? Und das ist alles klar. Ja? Alles klar. Alles klar. Okay. Leer Hand. Alles klar? Ja, alles klar. Alles überprüft? Alles überprüft. Okay. 1, 2, 3. Vier Münzen da, ja? Pass auf, die vier Münzen. Hier ist eine, dann die. Wir haben nur drei hier. Ah. 1, 2, 3 hier. Dann haben wir die 2
Zweite hier. Oha! Noch einmal, ja. Noch einmal. Kannst du mir helfen, festdrücken darauf? Oh, Entschuldigung, das ist eine Trapdoor hier. Das funktioniert nur hier. Ja, das machen wir auch. Wieder zu. Ja. Nur eine hier, dreimal hier. Und danke schon. Jetzt kommt die Big Ending. Nein, ich sage, das ist nichts. Ja. 1, 2, 3, 4 Münzen. Sie hören die Münzen, hören. Ja, hört man. Hört man, ja. Nichts. Nichts. Ja, nichts. Okay. Und schauen Sie diese 4 Münzen. In der Hand. Das ist schwierig. Jetzt. Oh. Schön gemacht. Cool. Danke. Bill Chung, meine Damen und Herren. Noch ein Ending-Kick. Oh. Bitte. Legen die vier Münzen rein. Einander? Ja. In dieser Dose. Nichts. Vier Münzen hier. Nichts. Ja. Sehen Sie noch die Dose, die Box. Ja. Sehen Sie noch die Box? Ja. Fühlen Sie noch? Ja. Pass auf. Jetzt die Ringe in hier. Nice one. If you want to see more, make sure to check out his new close-up theater of the Bill Chung. It's super cool. Premiere August. Make sure to scan this code and leave and subscribe. A special theater for yes. Close-up magic. Super cool. Congratulations. Well done. Ach ja, und Bill hat jetzt auch sein eigenes Close-up Zaubertheater. Schaut da unbedingt mal vorbei, wenn ihr in der Nähe seid. Das lohnt sich. Link unten in der Beschreibung. Ich habe ja immer einen riesen Respekt davor, wenn sich jemand einem solchen Mammutprojekt stellt. Respekt, lieber Bill. Ich schaue mir deine Show auf jeden Fall mal an. Zwischendurch konnte ich auch mal den ein oder anderen Zaubertrick ausprobieren. Zum Beispiel ein ziemlich cooles Gimmick, um Feuereffekte machen zu können. Oder hier, da kann man Wasser zu Wein machen. Wie Jesus. Yeah. Even that drop? And you can drink it. Und ich weiß, was jetzt jeder von euch denkt. Da ist halt Lebensmittelfarbe drin. Das dachte ich auch erst. Aber man konnte wirklich 20 Mal nachfüllen und das hat sich immer wieder in Wein verwandelt. Infinity Wine from Magic Dream. We are a shop in Paris and we make this product with Peter Kamp, the creator. And the principle is to have a glass, water, and you can make the miracle with water and you can drink, of course. So if you want to make miracles, you have to come. Yeah. You have to buy Infinity Wine by Peter Kamp at Magic Dream. Und weiter geht's zu den Jungs vom Faszinarium. Jan Logemann und Patrick Volkerts. Die beiden sind nicht nur super nett, sondern haben auch echt Stil. Außerdem bringen sie einen der schönsten und hochwertigsten Zauberkästen der Welt auf den Markt. Respekt. Dafür hatten sie auch ein Kickstarter-Projekt gestartet. So wie ich für die Pipers-Karten. Ach, was ist denn nun eigentlich mit den Pipers? Ja, liebe Leute, tut mir ja leid, dass es so lange dauert, bis der Shop online geht, aber ich warte eben immer noch auf die Webseite und auf das Go vom Finanzamt. So ist das. Aber wenn ihr mir auf Instagram, Facebook oder YouTube folgt, dann verpasst ihr auf jeden Fall nichts. Ich halte euch immer auf dem Laufenden. So, genug Werbung gemacht. Entschuldigung. Weiter geht's mit dem Wettbewerb. So, schaut mal. Das sind alles Zauberer. Und wir verwenden seit Jesus das Brot brach ein und denselben Opening-Jingle, bei dem alle immer begeistert und euphorisch mitklatschen. Wie auf dem Volksfest. Ich sag's euch, wie auf dem Volksfest.
Ich finde das schon wirklich sehr amüsant. Den Wettbewerb selbst habe ich natürlich nicht gefilmt, sondern genossen. Wenn ihr so etwas also gerne selber mal sehen möchtet, dann solltet ihr unbedingt einmal auf einen solchen Kongress gehen. Die Termine findet ihr auf der Webseite des Magischen Zirkels von Deutschland. Aber einer der Teilnehmer hat einen Ballon steigen lassen und der hing dann unter der Decke. Weil man das aber nicht so richtig sehen konnte, hatte ich dem Lichttechniker vorgeschlagen, einen Spot drauf zu knallen und zack, hat er gemacht. Cooler Typ. Danke für diesen Lacher. Zwischen den Darbietungen wurde natürlich gefachsimpelt, was das Zeug hält. Und das hier ist Johannes, einer meiner Schüler. Er möchte gerne bei den deutschen Jugendmeisterschaften teilnehmen und ich glaube, er hat gute Karten. Oder Bälle. Cool, oder? Oder der hier, Tobi Rudolf, hat auch beim Wettbewerb teilgenommen und auch einen Preis gewonnen. Und das nicht ohne Grund. Was der mit Münzen raushaut, ist schon wirklich klasse. Herzlichen Glückwunsch zum deutschen Vizemeister, mein Lieber. Und auch herzlichen Glückwunsch an alle anderen Preisträger. Wenn ihr wissen wollt, wer gewonnen hat, dann empfehle ich euch, auf der Webseite vom Magischen Zirkel vorbeizuschauen. Findet ihr alles unten in der Beschreibung. Nach dem Wettbewerb ging es für diejenigen, die noch nicht genug von der Zauberei hatten, in ein kleines Zirkuszelt. Dort ging es dann weiter mit einer Art Yekami-Abend. Yekami, jeder kann mitmachen. Und dabei waren unter anderem Topaz und Helge Thun. Hat echt Spaß gemacht. Danke! Sehr dran, bitte! Günther kann verschwinden. Ich hole ihn mal kurz wieder. Ich habe einen super Text, merke ich schon. Ne? Und es gab auch noch eine Sideshow der etwas anderen Art. Diese drei Ladies haben... Ach, das kann man eh nicht beschreiben, das muss man erlebt haben. Aber bei denen ging es im wahrsten Sinne des Wortes heiß her. Seminare hatte ich leider keine besucht. Aber ich habe gehört, dass ein paar gute dabei waren. Schade eigentlich. Aber dafür hatte ich richtig viele Kollegen wieder getroffen und das war mein persönliches Highlight. Einfach mal wieder ein paar Gesichter zu sehen, welche man schon seit einer gefühlten Ewigkeit nicht mehr gesehen hat. Tja, und das war's auch schon. Hat echt Spaß gemacht. Ich gehe dieses Jahr noch zu den österreichischen Meisterschaften und einem Schweizer Kongress. Die genauen Termine findet ihr auf meiner Webseite. Vielleicht sieht man sich ja dort. Ansonsten würde ich mich jetzt mal wieder zurückziehen und ausruhen. Also... gute Besserung. Euer Professor.